Das Animationsfilmkino hat eine unglaublich große Bandbreite, auch abseits von Disney und Pixar. Und deshalb geht es hier heute um Filme wie Captain Underpants, Mein Leben als Zucchini oder auch Anomalisa. In diesem Video über die besten Animationsfilme abseits von Disney und Pixar. Viel, viel Spaß! Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frische Filme hier bei Fred Carpet. Und zwar zu einer, auf die ich mich sehr freue, das habe ich in letzter Zeit öfter schon gesagt. Aber ich glaube, die heute, die wird einfach so schön bunt und friedlich und nett und sympathisch. Und ja, deshalb freue ich mich sehr darauf. Denn wie ihr es im Titel schon gelesen habt, es geht heute um Animationsfilme. Und zwar um Animationsfilme, die weder was mit Disney noch mit Pixar zu tun haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Filme aus diesen Studios ablehne, sondern einfach, weil ich ein bisschen mehr Vielfalt hier in dieses Video reinbringen möchte. Und deshalb geht es heute um Animationsfilme ohne Disney und Pixar und nächste Woche um Animationsfilme ausschließlich aus den Hausen oder aus den Häusern Disney und Pixar. Und ja, das sind so die nächsten Themen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei einem Zuschauer bzw. einer Zuschauerin, ich weiß es nicht genau, bedanken für ein Thema, das ich ebenfalls in den nächsten Wochen dran nehmen werde. Denn 10 Filme oder 10 Filmreihen, die ein gutes Ende gefunden haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema und da werde ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall drauf eingehen. Also vielen Dank für den Input an dieser Stelle, direkt mit dem Aufruf. Hey, wenn ihr Videoideen habt, ich nehme die sehr, sehr gerne auf, wenn sie mir gefallen. Und ja, so viel dazu. Schreibt mir das gerne unter die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Nun fangen wir aber an mit den besten 10 Animationsfilmen. Direkt noch ein Disclaimer davor. Ich habe Animes ebenfalls nicht in dieses Video genommen. Und zwar auch aus dem Grund, dass ich dazu in ein wenig, gebt mir noch ein wenig Zeit, aber dann werde ich ein Video machen, wo es ausschließlich um Animes geht. Und ich glaube, damit haben wir die größte Vielfalt hier generell auf dem Kanal. So. Fertig. Und ja, fangen wir doch einfach direkt mit dem ersten an. Ich muss mich zum Anfang direkt korrigieren. Es sind nämlich gar nicht 10 Filme, sondern 11, was damit zusammenhängt, dass ich, nachdem ich fertig war, die Top 10 zu erstellen und heute Morgen das Set eingeräumt habe mit den entsprechenden Filmen bei mir im Hintergrund, habe ich noch einen Film in meinem Regal gefunden, der auf gar keinen Fall fehlen durfte. Und deshalb sind es 11. Und mit dem fange ich auch direkt an, nämlich mit Captain Underpants aus dem Jahr 2017 war hierzulande in Deutschland null erfolgreich. Kaum jemand hat sich den im Kino angeguckt, obwohl der von 20th Century Fox damals noch, heute 20th Century Studios, vermarktet wurde und auch nicht die günstigste Animationsproduktion war, also aus Hollywood kommt und da halt wirklich, ja, was gekostet hat und auch wirklich großflächig auf den Markt gebracht wurde. Finde ich sehr, 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 sehr schade. Ich kann aber tatsächlich verstehen, warum das so ist. Denn zum einen ist die Figur des Captain Underpants hierzulande überhaupt nicht bekannt, hat also so gesehen keine breite Masse an Fans. Und zum anderen ist Captain Underpants ein Film, der sich so ein bisschen zwischen die Stühle setzt und dadurch vielleicht, ja, man nicht so direkt wusste, was man damit anfangen soll. Denn auf der einen Seite ist es eine durchaus kindgerechte, da slapstickreiche und sehr, sehr flott erzählte Animationsfilm-Abenteuergeschichte. Und auf der anderen Seite ist der Film super meta und super selbstreferenziell und ist dann wirklich eher etwas für Erwachsene, weil er sich mit Medien und dem Animationsfilm-Genre direkt auseinandersetzt. Also so ein bisschen tatsächlich wie Peter Hase. Und nur an dieser Stelle einmal die Information. Aktuell Peter Hase 2 ist als Podcast bei Frische Filme, im Frische Filme Podcast zu hören. Also wer da noch ein bisschen mehr über so eine Art Humor wissen möchte, der kann sich den gerne auch nochmal anhören. Und wer mich aber kennt, der weiß, das ist halt voll mein Humor. Und das geht hier teilweise sogar ein bisschen in Richtung Community und die Art, wie in Community Meta-Humor platziert wird. Das ist sehr, sehr clever, sehr, sehr smart und wirklich unfassbar witzig. Und man muss eigentlich zum Inhalt nur wissen, dass es hier um zwei Freunde geht, um Melvin und George. Die beiden sind halt wirklich seit Kindertagen beste Freunde, gehen mittlerweile auch zusammen in die Schule, sind aber dafür bekannt, dass sie wahnsinnig viele Streiche spielen und dadurch bei den Lehrern auch nicht unbedingt beliebt. Und ein Streich geht bei den beiden so richtig schief. Daraufhin werden sie zum Schuldirektor gebeten
Und er droht oder er beschließt, dass die beiden in der Schule nicht mehr nebeneinander sitzen dürfen, was für die besten Freunde dem ultimativen Super-GAU gleichkommt. Aber sie haben eine Möglichkeit gefunden, auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen möchte, um ihren verhassten Schuldirektor in einen Superhelden namens Captain Underpants zu verwandeln. Und Captain Underpants zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nur eine Unterhose trägt und einen Superhelden-Cape. Also alles sehr, sehr verrückt und auf dem Weg hin zu, ja, Friede und ja, einem allgegenwärtigen Happy End passieren wahnsinnig viele Dinge. Der Film ist super kurz, ich glaube, der geht noch nicht mal 80 Minuten, ist wirklich witzig, hat nicht nur Meta-Humor, sondern auch, wie gesagt, sehr viel Slapstick, weshalb er sich auch für junge Zuschauer durchaus eignet, ist ultra kurzweilig und nimmt halt wirklich das Superhelden-Kino so ein bisschen auf die Schippe. Und ich glaube, dass der Film dadurch viele abholt. Und deshalb möchte ich ihn an dieser Stelle erwähnen, weil ich glaube, dass ihn wenige Leute auf dem Schirm haben. Bis vor kurzem lief er noch bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist, aber checkt das mal aus. Ansonsten kommt da garantiert bald zu Disney Plus oder ist da sogar schon, weil es halt eben eine Fox-Produktion ist. Also Captain Underpants an dieser Stelle hoffentlich ein Geheimtipp und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn einige aufgrund dieses Videos sich diesen Film mal anschauen und schreibt dann gerne in die Kommentare, ob ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Kommen wir als nächstes zu einem Film, der relativ aktuell ist, weil er erst vor ein paar Wochen als ja, mittlerweile Netflix-Original, wobei er halt ursprünglich fürs Kino produziert wurde. Es ist also kein Netflix-Original, aber Netflix hat ihn sich exklusiv gesichert. Und er hat seit seinem Start durchaus viele Leute begeistert. Es ist relativ bekannt, dass dieser Film echt gut ist. Aber trotzdem möchte ich ihn erwähnen, denn er ist so von den letzten Animationsfilmen, die ich gesehen habe, sticht er halt wirklich als absolut positives Beispiel für, ja, auf der einen Seite doch durchaus konventionelles Animationsfilmkino, aber eben halt auch angereichert mit so vielen schönen Ideen und tollen, einzigartigen Facetten hervor, dass er auf jeden Fall hier erwähnt werden muss. Die Rede ist von Die Mitchells vs. The Machines, produziert von Phil Lord und Christopher Miller. Die beiden habe ich an dieser Stelle schon sehr, sehr oft erwähnt, weil auch die beiden eben total meinen Humor bedienen. Die beiden haben zum Beispiel die 21 und 22 Jump Street Filme gemacht, waren im Animationsfilmkino aber auch schon vertreten, weil sie nämlich für den ersten Lego-Movie und auch für Wolkig mit Aussicht auf Fleisch Bällchen verantwortlich waren. Die Filme sind nicht in diesem Ranking, aber seien an dieser Stelle trotzdem auf jeden Fall erwähnt, weil die wirklich schön sind. Und ich mochte auch den zweiten. Und deshalb Phil Lord, Christopher Miller, sehr, sehr von mir geliebt. Würde ich einen Film inszenieren, würde ich einen Film schreiben, wäre es auf jeden Fall einer, aber ich würde wollen, dass Phil Lord und Christopher Miller die inszenieren. Der Film hier ist nicht von den beiden, aber wie gesagt, sie sind produziert von den beiden oder er ist produziert von den beiden. Und ja, aus diesem Grund hat er halt eben den typischen Lord Miller Humor. Aber er bedient, was ich eben schon gesagt habe, auch durchaus auf konventionelle und deshalb sehr, sehr zugängliche Weise ein Publikum, das so klassische Animations-Action-Abenteuer mag. Denn es geht hier um die Familie Mitchell, die sich selbst als durchaus verrückt und ein bisschen anders als normale Familien bezeichnet, ist, glaube ich, so ein bisschen das Einzige, was ich an dem Film kritisiere, weil es letzten Endes doch eine recht normale Familie mit ganz normalen Alltagsproblemen ist. Deshalb einziger Kritikpunkt, man verkauft die Familie ein wenig verrückter, als sie eigentlich ist. Aber die Familie begibt sich auf einen Roadtrip, um die älteste Tochter zum College zu begleiten. Und auf diesem Roadtrip kommt es zu einer, ja, Art Apokalypse, weil sich diverse Roboter gegen die Menschheit verschwören und die Menschheit auslöschen wollen, weil das Betriebssystem oder weil ein sehr bekanntes Betriebssystem festlegt, dass es jetzt reicht. Das Betriebssystem möchte nicht mehr das Opfer der Menschen sein, so gesehen, oder davon abhängig sein, was die Menschen von ihm erwarten. Und deshalb übernimmt es jetzt die Weltherrschaft und das, ja, gipfelt in wahnsinnig amüsanten, auch wieder Slapstick-Situationen, ist wahnsinnig temporeich, aber der Film hat eben absolut viel Herz, weil die Familie das Herzstück dieses Films ist und man eben merkt,
Die wächst durch dieses Abenteuer zusammen und das geschieht nicht auf so eine geradlinige Weise, wie man das im Genre normalerweise gewohnt ist, sondern da sind viele Auf und Abs und diese Probleme, die hier abgehandelt werden, das sind eben klassische Alltagsprobleme, wo ich sagen würde, da kann sich wirklich jeder mit identifizieren und da werden halt eben auch Probleme abgehandelt, die so ein bisschen tiefer gehen und nicht so diese oberflächlichen, generell gern genommenen Tropes aus dem familien- und kinderfreundlichen Kino. Generell auch wieder hier jede Menge Meta-Humor dabei. Insbesondere viele Kommentare auf die Technisierung und generell diese Technikfixiertheit der Menschen. Ich weiß gar nicht, ob Technisierung ein gutes Wort ist. Das ist sehr, sehr schön. Das spricht auch wieder alle möglichen Altersklassen an und deshalb die Mitchells versus The Machines nicht mehr unbedingt ein Geheimtipp, aber auf jeden Fall ein Tipp, sich den, falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt mal anzugucken. Kommen wir als nächstes zu einem Film, der nun wirklich überhaupt kein Geheimtipp mehr ist. Zumindest für Leute, die total aufgeschlossen sind im Animationsfilmkino und nicht unbedingt der Gelegenheitskinogänger oder die Gelegenheitskinogängerin ist. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber es gibt ja nun mal die Leute, die total bewandert sind im Filmbereich und ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier diesen Kanal gucken, da vor allem zugehören. Aber wenn man sich mal so ein bisschen outside dieser Bubble bewegt, dann merkt man natürlich klar, es gibt Filme, die sind wesentlich präsenter in der allgemeinen Wahrnehmung. Deshalb an dieser Stelle, ich weiß, die meisten von euch werden diesen Film kennen und trotzdem möchte ich ihn nennen, weil er eben hier perfekt ins Video passt. Er ist bereits aus dem Jahr 2009 und wird gerne als Paradebeispiel dafür genommen, dass Animationsfilme eben nicht ausschließlich für Kinder sind, obwohl sie natürlich mit ihren bunten Farben und ihren liebevollen Figuren und dadurch, dass natürlich das Animationsfilmkino generell sehr gerne für familienfreundliches Kino benutzt wird. Jetzt habe ich den Faden verloren, wie dieser Satz angefangen hat. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. So oder so, Coraline, wie gesagt, aus dem Jahr 2009, ist da ganz anders. Und allein schon an dem Punkt, wo wir sagen, das Animationsfilmkino besticht sehr viel durch bunte Farben und liebevolle Figuren. An dieser Stelle ist der in Deutschland ab 12 Jahren freigegebene Coraline natürlich etwas komplett anderes, denn er erzählt eine sehr, sehr erwachsene Geschichte über die Hauptfigur Coraline, die ja in einer Familie aufwächst, die ihr nicht so viel Beachtung schenkt und dann entdeckt sie allerdings eines Tages eine Parallelwelt und in dieser Parallelwelt sind ihre Eltern genau andersrum. Sie ja, schenken ihrer Tochter Aufmerksamkeit. Sie findet einfach generell dort Figuren aus dem wahren Leben vor, die alle komplett alle komplett entgegengesetzt sind und wo Coraline liebevoll behütet und einfach freundlich empfangen wird und sich hier mit vielen Figuren auf positive Art und Weise auseinandersetzt. Und dann kommt allerdings irgendwann ans Licht, dass diese Parallelwelt vielleicht doch nicht das Schlaraffenland ist, von dem sie sich das bislang oder das sie bislang halt vernommen hat. Und dann kommt es mehr oder weniger zu einer Auseinandersetzung zwischen Coraline und relativ finsteren Mächten. So möchte ich es mal im weitesten Sinne ausdrücken, denn vielleicht hat der ein oder andere den Film ja tatsächlich noch nicht gesehen. Und Coraline ist wirklich in dieser Auflistung an Filmen vermutlich so mit der düsterste, denn er blickt nun mal auf ganz andere Weise auf das Familienthema, weil normalerweise, wenn Familien in Animationsfilmen, Kino, und da habe ich ja gerade schon The Mitchells versus The Machines erwähnt, gezeichnet werden, ja, dann haben die Familien gerne mal schon Probleme, aber das sind relativ bekannte und auch welche, die man im Laufe des Plots relativ leicht aus der Welt schaffen möchte und oder kann. Und in Coraline gehen die In Coraline gehen die Probleme wirklich mal tiefer. Und ich möchte nicht sagen, dass das hier schon in Richtung Kindesmissachtung, geschweige denn Kindesmissbrauch geht. Da kommen wir aber später noch zu einem Film, deshalb erwähne ich das hier gerade, der das tatsächlich thematisiert. Aber es geht ganz klar um Vernachlässigung und auch eben dann im zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte des Films wird es, wie gesagt, richtig düster und wir werden mit Bösewichten konfrontiert, die ganz jungen Zuschauerinnen und Zuschauern vermutlich wirklich Angst einjagen werden, aber wodurch dieser Film auch eine, wie gesagt, Tiefe und Emotionalität gewinnt, die man in anderen Animationsfilmen dann doch gerne mal vermisst, weil man da sich dann doch eher auf oberflächliche Problematiken beschränkt. Und deshalb Coraline. Ich finde schon, man muss eine gewisse Affinität zu düsteren, vielleicht sogar fast Horrorthemen haben, weil der Film wirklich
sehr surreal teilweise und wirklich sehr, sehr düster inszeniert ist. Natürlich dann letzten Endes immer noch auf einem halbwegs gut verdaulichen Niveau, aber man geht aus diesem Film raus und denkt sich, wow, ich habe da, glaube ich, gerade wirklich sehr, sehr an, ja, mich beeindruckenden Stoff, beziehungsweise mich auch wirklich verändernden Stoff gesehen, über den ich lange nachdenken muss. Und ich finde Coraline an dieser Stelle, ich finde ihn sehr, sehr stark, habe ihn lange nicht mehr gesehen, weil das auch tatsächlich kein Film ist, den man so weggucken kann. Und das finde ich gerade im Animationsfilmkino wirklich bemerkenswert. Und deshalb Coraline, solltet ihr den noch nicht gesehen haben, dann gerne mal sich ranwagen. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, in der richtigen Stimmung für diesen Film sein. Nun kommen wir wiederum zu etwas ganz anderem und da möchte ich wirklich behaupten, ich glaube, dieser Film ist hier in diesem Ranking wohl der unbekannteste und er ist wirklich das komplette Gegenteil von dem eher erwachsenen, sich an Ältere richtenden Coraline, denn Die Winzlinge, Operation Zuckerdose, ist eine französische Animationsfilmproduktion, die komplett ohne Dialoge auskommt, die sehr kurzweilig ist und auch sehr kurz ist. Ich glaube, der Film geht etwas länger als eine Stunde und ist so ein bisschen die Werbung für die gleichnamige französische Serie, die ich auch sehr empfehlen kann. Im Original heißt sie Minuscule, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und im Mittelpunkt des Films stehen hier Insekten. Und diese Insekten sprechen, wie gesagt, nicht miteinander, beziehungsweise sie kommunizieren schon, aber das sind eher so Trötlaute, die wahnsinnig niedlich sind. Ich werde an dieser Stelle mal kurz mit Ton einen Teil des Trailers einblenden, damit ihr merkt oder damit ihr seht, was ich meine. Ja, und nachdem ihr das nun gerade gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, auch so ein bisschen, dieser Film funktioniert vorwiegend über seinen Niedlichkeitsfaktor. Denn das Problem, das in diesem Film existiert, es gibt hier keinen klassischen Gut gegen Böse Kampf. Das Einzige, was wir in Die Winzlinge zu sehen bekommen, ist eben, ja, wie gleichzeitig Ameisen, aber auch ein Marienkäfer versuchen, sich davon zu, oder sich daran zu, ja, davon, da, wie soll ich das jetzt sagen? Sie sehen, dass Menschen eine Picknickdecke bzw. Rückstände eines Picknicks liegen gelassen haben auf einer Wiese, unter anderem auch eine Zuckerdose. Und das ist natürlich sowohl für die Ameisen als auch für oder für die Marienkäfer wirklich ein Schlaraffenland. Ich habe das Wort jetzt schon das zweite Mal in diesem Video benutzt. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Und dann versuchen sowohl die Ameisen als auch die Marienkäfer diese Zuckerdose für sich zu beanspruchen. Und da gibt es so ein bisschen Kleinkriege, aber letzten Endes ist das Ganze doch wirklich sehr, sehr harmlos, sehr, sehr kurzweilig. Und vor allem ist halt wirklich diese Inszenierung so wahnsinnig süß, weil wir haben diese sehr, sehr niedlichen, fast menschlichen Insekten und wir haben eine ganz, ganz tolle Welt im Hintergrund, die halt wirklich aus Bäumen und Wäldern und so weiter besteht. Und was ebenfalls sehr, sehr süß ist, ist halt, wie gesagt, es geht hier oder es steht hier vor allem die akustische Untermalung im Mittelpunkt. Denn die Tiere, die miteinander kommunizieren, die haben nicht nur diese wahnsinnig niedlichen Trötlaute, sondern wenn sie durch die Wälder fliegen, dann klingt das halt, werden die unterlegt mit Autogeräuschen. Und das klingt ein bisschen abstrakt, aber das ist so unfassbar süß. Und klar, auf der einen Seite ist das wirklich, wie ich schon sagte, sehr kindgerecht und gerade die Serie wird auch wirklich als Kinderserie vermarktet. Aber auch ich hatte wahnsinnig viel Spaß und das ist aufgrund seiner Länge bzw. Kürze wirklich schnell weggeguckt. Und deshalb Die Winzlinge, Operation Zuckerdose und die Serie Minuscule, ich glaube, da hat man wirklich Freude dran und deshalb sei das an dieser Stelle auch mal erwähnt. Von einem wirklich auf Kinder zugeschnittenen Film kommen wir wieder zum genauen Gegenteil, nämlich zu Anomalisa, einem Animationsfilm von Charlie Kaufman. Also man kann sich da schon so ein bisschen allein aufgrund des Namens vorstellen, ah, okay, das ist kein normaler Film in Anführungsstrichen, sondern da steckt viel Kreativität und viel Eigensinnigkeit hinter, möchte ich mal sagen. Der Film hat reale Schauspieler zum Vorbild. Das ist einmal David Thewlis und das ist einmal Jennifer Jason Leigh. Und während er einen Schriftsteller verkörpert, der
auf Lesereise so gesehen ist und der eine gestörte Wahrnehmung hat, weil in seiner Welt alle Menschen das gleiche Gesicht haben und auch die gleiche männliche Stimme haben, ist Lisa, gespielt von Jennifer Jason Leigh, eine junge Frau, die erstmals auf diesem Schema für ihn ausbricht. Das heißt, Lisa hat nicht nur ein eigenes Gesicht, sondern auch eine eigene Stimme. Und daraufhin, ja, knüpfen die beiden Kontakte, werden intim miteinander, aber so mit der Zeit realisiert er, oh, okay, irgendwie scheint diese Lisa sich doch langsam dem Umfeld anzugleichen. Und es ist ein sehr intimer Film, es ist ein sehr trauriger und melancholischer Film, weil er sich sehr mit dem Thema Einsamkeit und dieser typischen Fortbewegung im Hamsterrad und ja, dem Ertrinken im Alltag so gesehen auch auseinandersetzt, eben alles aus der Perspektive eines Mannes, der sehr traurig ist und sich sehr viel über die Welt Gedanken macht und von Albträumen geplagt wird. Und ich glaube, viel mehr muss man zu Anomalisa gar nicht sagen. Er ist wunderschön animiert, er ist sehr anspruchsvoll, er ist überhaupt nicht für Kinder geeignet, weil er eben Themen verhandelt und eine triste Welt veranschaulicht, mit der junge Menschen überhaupt noch nichts anfangen können. Also er richtet sich in erster Linie wirklich im Hamsterrad des Alltags oder auch der Arbeit gefangene Menschen, die so ein bisschen das Gefühl haben, sich in der Welt verloren zu fühlen. Und die Frage ist auch so ein bisschen, ja, ob der Film ein Happy End annehmen wird, was ich an dieser Stelle nicht verraten möchte, aber es ist nun mal ein Film von Charlie Kaufman und der ist ja nun durchaus bekannt dafür, dass seine Enden nicht zwingend so die oder in die rosafarbene Filmwelt abdriften, wie man es von vielen anderen Filmen gewohnt ist. Also man muss sich darauf einlassen, man muss sich auch darauf einlassen, dass das Ganze ein eher Slowburner-Film ist, der sehr viel über Dialog funktioniert. Die Welt, die hier animiert wird, das oder die hier animiert ist, die hat nichts mit diesen farbenfrohen Animationswelten zu tun, sondern hier, das ist eben ein zwar im Animationsfilmkino gedrehtes oder inszeniertes, aber letzten Endes doch eine sehr triste Welt veranschaulichendes Drama. Und ich weiß, dass viele den nicht kennen. Klar, man muss eine gewisse Affinität zu Charlie Kaufman und seiner Art von Filmen und Erzählungen haben. Aber ich glaube, dann wird man, wenn man das hat, von Anomalisa wirklich nicht nur überrascht, sondern auch absolut belohnt. Und deshalb Anomalisa an dieser Stelle auf jeden Fall ein Tipp, wenn nicht gar ein Geheimtipp. Auch der nächste Film, wieder ein Film, der hierzulande kaum für Aufmerksamkeit gesorgt hat, wieder relativ wenig Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos gelockt hat und deshalb nach wie vor so einen gewissen Geheimtipp-Status innehat, aber unter Film und gerade unter Animationsfilm-Fans sehr, sehr hohe Anerkennung genießt und das auch absolut gerechtfertigt. Denn Travis Knight Kubo, der tapfere Samurai, erzählt eine unfassbar intensive Geschichte vor wunderbarer Kulisse und eine im asiatischen Raum spielende Geschichte über eben Kubo, der ja, kein leichtes Leben hat. Er hat nur noch ein Auge, weil sein sehr, sehr strenger Vater und Mondkönig und seine zwei Schwestern ihm dieses Auge schon als Kind gestohlen haben und nun haben sie es auch auf sein zweites Auge abgesehen. Und aus diesem Grund bewegt sich Kubo oder begibt sich Kubo nicht nur auf die Flucht, sondern eben auch auf die Suche nach einer magischen Rüstung. Denn diese Rüstung könnte ihm dabei helfen, es gegen den Mondkönig und seine Schwestern aufzunehmen. Auf seiner Reise wird er begleitet von seiner verstorbenen Mutter und zwar in Gestalt eines Affen. Und dann entspinnt sich daraus wirklich ein wahnsinnig schönes, tatsächlich in seinem Konflikt relativ reduziertes, aber unfassbar großartig animiertes Abenteuer. Denn Kubo hat beispielsweise die Fähigkeit, mit Hilfe seiner, ja, Klampfe ist es, glaube ich, Origami-Figuren zum Leben zu erwecken. Und allein das muss man sich mal vorstellen. Es gibt so wunderschöne Szenen allein durch diese Fähigkeit von Kubo in diesem Film. Und wenn man sich mal vor Augen führt, worum es hier geht, nämlich dass ein junger Mann seines einzigen Auges beraubt werden soll und die Gründe dafür werden im Film auch relativ komplex dargeboten, zumindest die Art und Weise, wie das Verhältnis zwischen Kubo und seiner noch verbliebenen Familie ist, dann merkt man, okay, eigentlich ist das schon ziemlich starker Tobak. Dass der Film ab 6 ist, kann man insofern verstehen, als dass er nicht allzu
grafisch ist und auch der eigentliche Diebstahl des Auges zum Beispiel nicht klar dargestellt wird. Der Film hat keine Gewalt in dem Sinne, aber man muss sagen, der Film verhandelt wiederum Themen, die sind nur bedingt an ein junges Publikum gerichtet. Deshalb ist auch Kubo gerne mal ein Film, der erwähnt wird als schaut euch mal diesen Film an, der beweist, dass Animationsfilme nicht ausschließlich für Kinder und Familien gemacht sind. Und ich weiß, in unserer Filmwelt hier, in der wir uns bewegen, wir wissen, dass Animationsfilmkino nicht ausschließlich sich an Kinder und Familien richtet. Aber auch hier muss man wieder sagen, das ist in unserer Filmbubble. Und wenn man sich rausbewegt, ich glaube, wer mit seinen Kindern ein, zweimal im Jahr ins Kino geht, der hat halt nun mal Animationsfilme als primäres Konsum oder primäre Konsumwelt irgendwie entdeckt und beziehungsweise ja, glaubt einfach wirklich noch, dass Animationsfilme, wie gesagt, schon durch ihre Art und Weise sich eher an ein junges und Familienpublikum richten. Ich weiß, ihr wisst das, aber es gibt da draußen eben auch genug Leute, die das nicht wissen und da ein bisschen mehr Verständnis dafür aufzubringen, fände ich schön, wenn dieses Video das ein bisschen schafft. Kubo, der tapfere Samurai, dafür auch wieder ein hervorragendes Beispiel, aber ohne dann doch die Ernsthaftigkeit beispielsweise eines Anomalisa und ohne die Düsternis eines Coraline, sondern wirklich einfach ein rundum gelungenes, tolles, kurzweiliges und einfach toll anzusehendes Abenteuer. Und deshalb solltet ihr euch das unbedingt mal angucken, denn auch die Welt, die hier animiert wird, wie gesagt, eher so der asiatische Raum, das sieht man nicht allzu oft und deshalb wirklich ganz, ganz großer Tipp an dieser Stelle. Mein nächster Kandidat ist da schon ein bisschen bekannter, was vor allem daran liegt, dass er bei Netflix abrufbar ist und dadurch, dass er eher so in die Richtung Weihnachtsfilm gerne mal eingeordnet wird. Ja, so dass einfach die Gelegenheit hat, dass er immer wieder geguckt wird und dass er allein dadurch, dass man vielleicht über die Jahre so verschiedene Animations- bzw. verschiedene Weihnachtsfilme sich anschauen möchte, irgendwann möglicherweise mal auf diesen stößt. Obwohl man letzten Endes tatsächlich sagen muss, ein klassischer Weihnachtsfilm ist die Hüter des Lichts gar nicht. Denn ja, in die Hüter des Lichts kommt auch der Weihnachtsmann vor, aber gleichzeitig auch der Osterhase, Jack Frost, der Sandmann und die Zahnfee, also generell Figuren, die in der Welt von Kindern relativ präsent sind, und auch in der Welt von Kindern existieren, aber die dann doch eher Fantasiefiguren sind. Und in dem Moment, wo man ein gewisses Alter erreicht, glaubt man auch nicht mehr unbedingt an sie. Aber sie sind eben die Hüter der Träume und Wünsche der Kinder, weshalb sie in diesem Film für die Kinder sehr, sehr wichtig sind. Und dann kommt allerdings eine dunkle Macht, die versucht, ihre Albträume zu streuen und dadurch, ja, den Kindern ihre Unschuld zu nehmen und den Glauben an die Magie in der Welt. Und das ist auf der einen Seite so ein schönes Thema, weil hier so Dinge aufgegriffen werden, die halt eine gewisse Magie einfach entfalten. Und klar, gerade wenn man sich diesen Film als erwachsene Person anguckt, dann realisiert man, in was für einer Fantasiewelt dieser Film spielt. Aber noch mehr veranschaulicht er, wie es diese Existenz von Figuren einfach schafft, beziehungsweise der Glauben an solche Figuren einfach schafft, Kinder Träume aufrechtzuerhalten und die Wünsche von Kindern einfach. Der Film schafft es, sie zu veranschaulichen und strahlt deshalb eine gewisse Friedlichkeit aus, weshalb dann auch der Konflikt mit dem Albtraumstreuenden, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie die Figur heißt, ich blende es euch an dieser Stelle ein, weil es auch eine relativ bekannte Figur ist, ich habe gerade einen Blackout leider, aber diese Figur, die diese Albträume streut, das ist so ein schöner Kontrast. Gleichzeitig, der hier auch veranschaulicht wird zwischen Erwachsenen- und Kinderwelt und wie die fünf Figuren, von denen jede Figur ihren einzelnen oder ihren ganz bestimmten Zweck in dieser Konstellation hat, während die versuchen, die Kinder zu retten, mehr oder weniger, kämpfen sie halt auch gegen die Kühnis der Erwachsenenwelt. Und das finde ich wahnsinnig schön. Der Animationsfilmstil ist hier wieder, geht wieder eher in die düstere Richtung. Ohne jetzt so eine Düsternis wie in Coraline beispielsweise zu entfalten, aber auch hier eher gedeckte Farben. Das Ganze spielt im Winter und deshalb hat er wahrscheinlich auch den Status eines Weihnachtsfilms gerne mal inne.
ist ein zeitloser Film, den sich alle Leute anschauen können, allein schon deshalb, weil gleichzeitig die Kinder- als auch die Erwachsenenwelt hier stark im Mittelpunkt steht und ist ein wunderschöner Film. Und der Sandmann, wer den Film gesehen hat, der niemals spricht, aber der die Situation immer so niedlich mit einzelnen Gesten und Mimiken kommentiert, ist ein ganz, ganz toller und einer meiner liebsten Animations-Sidekicks. Und solltet ihr die Hütte des Lichts noch nicht gesehen haben, der ist ganz, ganz toll und ist, wie gesagt, bei Netflix abrufbar. Den nächsten Film hatte ich irgendwie, als ich angefangen habe, dieses Video zu konzeptionieren, gar nicht mehr auf dem Schirm. Und als ich dann mal so meine Sammlung durchgegangen bin und auf den Film gestoßen bin, habe ich mir so dachte ich so, hey, den hast du lange nicht gesehen, aber als du damals aus dem Kino gegangen bist, hattest du wirklich ein gutes Gefühl und hattest während des Films auch richtig Spaß. Und da der Film, übrigens produziert von DreamWorks Animation, auch eher so ein Nischendasein fristet, wollte ich ihn hier unbedingt mal erwähnen und ja, weiß aber noch, dass der Film damals, wie gesagt, nicht nur in Deutschland keine Lobby hatte, sondern auch in den USA, denn der hat noch nicht mal seine Produktionskosten wieder eingespielt, also wirklich sehr, sehr schade. Obwohl die Figuren, die hier stattfinden, eigentlich Kultpotenzial fast schon haben, denn es geht um die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Mr. Peabody ist ein hochintelligenter Hund und Sherman ist sein Ziehsohn, mehr oder weniger. Und Sherman profitiert eben davon, dass sein Hund, beziehungsweise sein Ziehvater, absolut intelligent ist und wahnsinnig viel weiß und ihm in sämtlichen naturwissenschaftlichen und allen anderen möglichen Bereichen wirklich zu einem sehr, sehr intelligenten Jungen erzieht. Aber Sherman ist gleichzeitig halt auch einfach ein Junge, der Abenteuer erleben will und der Freunde treffen will. Und das beides kollidiert, indem Sherman plötzlich durch die Zeit reist und zwar durch ganz viele verschiedene geschichtliche Dekaden und durch Mr. Peabody lernt, was in den einzelnen Jahren passiert ist, bekommt quasi so eine Geschichtsstunde in jeder Welt, wo Sherman schließlich landet. Und so, ja, hat man ein Animationsabenteuer, das auch wieder sehr auf Situationskomik setzt, sehr schnell geht. Man hat das Gefühl, auf der Leinwand bzw. auf dem Fernseher passiert tatsächlich immer irgendwie was. Also kaum Leerlauf, weshalb hier wiederum junge Zuschauer und junge Zuschauerinnen sehr davon profitieren dürften, wie schnell und wie reizüberflutend, muss man teilweise sagen, dieser Film inszeniert ist. Aber er gibt dem Publikum eben auch noch was mit auf den Weg. Und dadurch, dass der Film sehr, sehr angenehme und sehr sympathische und sehr, sehr witzige Perspektiven einfach so auf verschiedene geschichtlichen Dekaden einfach wirft, ist das ein Film, wo ich finde, dass der viel hinterlässt und auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal einfach besitzt. Und gerade so die Verbindung oder die Beziehung zwischen Mr. Peabody und Sherman gewinnt hier auch nochmal sehr stark an Gewicht. Das ist eine sehr liebevolle, auch Hommage tatsächlich daran, wie vielfältig Familien sein können. Und deshalb die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman ein schöner Film. Und schaut ihn euch doch einfach mal an. Ich kann mir vorstellen, dass ihr den nicht so auf dem Schirm habt. Die nächsten beiden Filme richten sich nochmal an ein eher erwachsenes Publikum und sind auch relativ unbekannt. Und ich werde das Video dann mit einem Film oder mit einer Filmreihe beenden, die wahnsinnig viele Fans hat und auch wirklich sehr bekannt ist. Ich glaube aber, wenn man von Animationsfilmen spricht, die nicht von Disney sind, muss man diese Reihe erwähnen. Ihr könnt ja schon mal raten, was ich meine. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Loving Vincent und ihr seht es im Hintergrund schon. Hier bekommt man mal wirklich etwas komplett anderes geboten, denn der Film ist ein Biopic von Vincent van Gogh, dem berühmten Maler. Und das Besondere an diesem Film ist, dass er in dem Stil gehalten ist, wie Vincent van Gogh seine Bilder gemalt hat. Und man muss hier ganz klar so ein bisschen sagen, hier regiert so ein bisschen Style over Substance, wie man es ja nennt. Das ist eben das Besondere dieser Stil, an dem man sich einfach nicht satt sehen kann und weshalb es so schade ist, dass den so wenig Leute gesehen haben, weil er auf der großen Leinwand wirklich seine volle Qualität entfaltet. Das kommt einfach zu Hause nicht ganz rüber. Und man muss leider auch sagen, dass der Film relativ wenig von seiner Story profitiert, weil er eben ja eine Abhandlung des Lebens von Vincent van Gogh ist und das Ganze nicht so spektakulär einfach aufbereiten kann, weil das Leben von Vincent van Gogh zwar durchaus spannend war und auch
die ein oder andere Wendung genommen hat, die man nicht so vorhersieht. Aber er ist sehr ruhig erzählt und macht aus der Geschichte an sich relativ wenig. Der Film hat keinen dollen Spannungsbogen. Aber trotzdem muss man halt eben sagen, dass man sich diese Art des Animationsfilms, die ist absolut einzigartig. Und deshalb muss man sich Loving Vincent unbedingt mal anschauen, denn da sieht man, wozu die Kreativität von Filmemacherinnen und Filmemachern führen kann, wenn man sich halt wirklich an so einem einzigartigen Projekt versucht, wo man sagt, wir machen was, das gab es vorher noch nicht. Und Loving Vincent ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Man muss sich in diese Welt einfach mal fallen lassen, um das Ganze auch eben auf sich wirken zu lassen. Und der Film hinterlässt einfach einen Eindruck. Und deshalb ist es völlig fein, wenn die Story hier eher so an zweiter Stelle steht. Die ist auch nicht langweilig und die ist auch nicht schlecht, erst recht nicht. Sie punktet nur nicht so mit so einem emotionalen Auf und Ab, sondern ist da, wie gesagt, relativ geradlinig. Aber Loving Vincent möchte ich an dieser Stelle trotzdem erwähnen. Wer glaubt, alles im Animationsfilmkino gesehen zu haben? Loving Vincent, sowas habt ihr noch nie gesehen. Mein Leben als Zucchini ist der nächste Film in diesem Video. Und wenn ihr euch mal im Hintergrund diese Art der Animation anschaut, und jetzt kommen auch wieder mal ein paar Bilder aus dem Trailer, dann denkt man in erster Linie, ah, okay, das ist schon wieder auf ein recht junges Publikum zugeschnitten. Die großen Augen, dieser große Niedlichkeitsfaktor, das ist alles schon sehr charmant und familiengerecht. Aber dann schafft es der Film, eine Geschichte zu erzählen, die alles andere als das ist und die insbesondere das ältere Publikum wahrscheinlich doch relativ zermürbend hinterlassen könnte. Denn auf der einen Seite hinterlässt Mein Leben als Zucchini, und Zucchini ist die Hauptfigur in diesem Film, der Junge mit den blauen Haaren nämlich, ist eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft und darüber, wie Kinder das schaffen, sich dadurch, dass sie zusammenhalten, eben durch schwere Zeiten zu helfen. Das ist super charmant und das wird hier eben als klassische Freundschaftsgeschichte erzählt. Und das ist einfach sympathisch und charmant. Und auf der anderen Seite spielt diese ganze Geschichte in einem Kinderheim, wo Kinder aus schwierigen Verhältnissen hinkommen und sich teilweise erzählen, was ihnen zu Hause passiert ist. Und das wird teilweise auch in Rückblenden gezeigt. Und das ist eben der Film, von dem ich vorhin sprach. Hier geht es um Kindervernachlässigung. Ansätze von Kindesmissbrauch werden hier thematisiert. Und so ist der Film emotional zwiegespalten. Und trotzdem schafft er das eben, das beides zu kombinieren. Und dann am Ende einem als Zuschauerin oder Zuschauer sehr positiv gestimmt aus diesem Film zu entlassen, obwohl er halt einfach wirklich starken Tobak verhandelt. Und es gleichzeitig zu schaffen, dass auch ein junges Publikum selbst durch die Härte der hier angesprochenen Themen nicht verstört wird. Und das finde ich so beeindruckend, was für verschiedene Tonalitäten dieser Film vereinen kann, ohne dass sich die eine jeweils auf die andere niederschlägt, dass die harte Thematik nicht durch die Abenteuer-Freundschaftsthematik verwässert wird, aber dass der Freundschaftsplot oder Subplot nicht durch die Schwere des anderen beeinflusst wird. Und das, finde ich, ist eine große Stärke von Mein Leben als Zucchini, der von dem Animationsstil tatsächlich auch die Macherinnen und Macher von Luca inspiriert hat. Also hier erkennt man so ein bisschen den Stil auch wieder. Luca momentan auf Disney Plus abrufbar, der neue Pixar-Film, so sei hier wenigstens einmal kurz Pixar erwähnt. Und Mein Leben als Zucchini sollte man sich mal angucken, denn auch den haben relativ wenig Leute auf dem Schirm. Aber das wird man garantiert nicht bereuen, zumal dieser Film auch wieder relativ kurz ist, weit unter 90 Minuten. Also da muss man sich drauf einlassen, man muss auch in der Stimmung sein, sich so einen Film anzugucken, aber am Ende wird man, glaube ich, nicht enttäuscht. Und nun zum Abschluss kommen wir zu einer Reihe, die, glaube ich, hier in dieser Aufzählung mit die bekannteste ist. Sie war auch unfassbar erfolgreich an den Kinokassen, nicht nur in den USA oder im Produktionsland USA, sondern auch in Deutschland, hat ganz viele Fans, hat Serien nach sich gezogen, hat unfassbar viel Merchandise hervorgebracht. Und es ist ja auch total zu verstehen, denn wie niedlich ist denn bitte Ohne Zahn der Drache? Und er trägt natürlich den Film allein aufgrund seiner Niedlichkeit. Aber das Abenteuer, das er und sein Freund gemeinsam erleben,
der nicht nur im Laufe der Filmreihe seinen Arm verliert, sondern sich immer stärker mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzen muss und immer stärker auch mit den Bedürfnissen seines liebgewonnenen Drachen. Das geht einfach ans Herz und das ist auch eine Filmreihe, die mit jedem Film immer stärker wird. Deshalb wird hier wahrscheinlich dieser Film auch vorkommen in meinem Video dann später über Filmreihen, die ein tolles Ende gefunden haben. Denn auch hier wird nicht zugunsten eines Happy Ends darauf eingegangen, dass wirklich jede Partei in diesem Film zusammenbleibt und ja, in dieser Konstellation vor allem zusammenbleibt, wie die Reihe mal anfängt. Denn wie gesagt, über die drei Filme fangen alle wichtigen Figuren an zu reifen. Und dann merkt man auch mit der Zeit, gehen Wege auseinander, andere Figuren wiederum wachsen zusammen, die einzelnen Abenteuer wiederum, die im Film jeweils durchlebt werden, also insgesamt drei, weil jeder Film schon so seine abgeschlossene Geschichte hat, die sind sehr nervenaufreibend, die sind sehr actionlastig und haben nicht nur durch Ohnezahn, sondern auch durch die knuffige Animation der anderen Drachen wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Auch hier gilt wieder, passiert wahnsinnig viel auf der großen Leinwand bzw. auf dem Fernseher zu Hause. Kurzweilig, ohne große Längen und auch wieder klassisch kinder-familientauglich. Jeder Film hat so seine eigene Botschaft, die, glaube ich, gerade so dem jungen Publikum wirklich wichtige Botschaften mit auf den Weg gibt fürs eigene Erwachsenwerden. Und das ist etwas, was diese Reihe sehr, sehr ausmacht. Ich glaube, wenn man als Kind diese Filmreihe guckt, nimmt man im Leben andere Dinge oder nimmt man im Leben Dinge verstärkt wahr, die andere Kinder vielleicht nicht wahrnehmen. Und deshalb halte ich die Reihe sogar für pädagogisch relativ wertvoll und lege sie allen Eltern da draußen ans Herz, wenn die Kinder so eine gewisse Alter, ein gewisses Alter erreichen. Und ich würde hier mal anfangen, so mit 8 Jahren, damit die Kinder auch wirklich mitbekommen, worum es hier geht. Ich glaube, dann profitieren die eigenen Kinder davon. Und ja, Drachenszenen leicht gemacht, wahnsinnig viele Fans da draußen, ich gehöre dazu, mag den dritten Teil am liebsten und deshalb muss er auf jeden Fall in diesem Ranking stattfinden. Und damit bin ich durch. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie Bock, jeden einzelnen Film hier in diesem Ranking zu gucken. Einfach weil ja auch die Bandbreite so wahnsinnig groß ist. Hier war Anomalisa dabei, hier war Mein Leben als Zucchini dabei, hier war aber auch Captain Underpants dabei. Also ich glaube wirklich, dass hier für jede Stimmungslage was dabei ist. Klingt so ein bisschen floskelmäßig, ist hier in diesem Fall einfach so. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über diese Filme zu sprechen. Und dann kommen wir nächste Woche zu den Pixar- und Disney-Filmen. Vielleicht teile ich das sogar auf in Pixar und Disney-Filme. Also hätten wir theoretisch schon die Themen für die nächsten 2 Wochen festgelegt. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich daran, mir, da, mich, wenn ihr mich daran teilhaben lasst, was denn eure liebsten Animationsfilme sind, die nicht von Disney oder Pixar sind. Und zwar auch gerne Titel, die hier in dem Video nicht aufgetaucht sind. Oder was mich natürlich unfassbar freuen würde, wenn ihr mir zustimmt, dass einige Filme, die eben überhaupt nicht bekannt sind, dass die eben doch richtig toll sind. Und dann lasst uns doch diese Filme ein bisschen bekannter machen. Und an dieser Stelle noch einmal kurz ein aktueller Tipp. Ich kam auf dieses Video, weil gerade die Croods 2 in den Kinos gestartet ist. Ich habe diesen Film schon in vielen anderen Videos der letzten Wochen erwähnt, deshalb habe ich ihn hier nicht nochmal erwähnt. Aber schaut euch mal mein Video zu den 10 Filmen an, die man jetzt unbedingt im Kino sehen sollte. Denn da spreche ich auch nochmal über die Qualitäten von Die Croods 2. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dieses Video hier heute zu veröffentlichen. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Verweise an dieser Stelle nochmal rasch darauf, dass natürlich auch neue, frische Filme-Podcasts erschienen sind. Und die Ankündigung darf auch nicht fehlen. Es dauert nicht mehr lange und dann kommt mein neuer Podcast Filmgedacht raus. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige Leute von euch hier uns auf den sozialen Netzwerken nochmal abonnieren würden. Das gilt sowohl für die gängigen Twitter und Instagram. Da heißen wir Filmgedacht. Dieser Titel, dieser Name war noch nicht vergeben. Und auch auf Letterboxd haben wir mittlerweile ein Profil angelegt, wo wir ja, dass wir regelmäßig ergänzen werden um die Filme, die wir in den einzelnen Podcasts besprechen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da zu unseren Fans werdet. Ansonsten, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wie immer gilt, abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, damit ihr jederzeit auf dem neuesten Stand seid, was hier bei Fred Carpet so passiert.
Dasselbe gilt natürlich für die Kontaktaufnahme. Facebook, Twitter, Instagram heißen wir jeweils Fred Carpet. Wer mich explizit kontaktieren möchte, kann das unter Antje Wessels, @AntjeWessels bei Twitter und Instagram tun. Dauert manchmal ein bisschen, bis ich antworte, weil ich gerne mal vergesse, dass Instagram eine Nachrichtenfunktion hat. Aber in der Regel, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, stehe ich sehr gerne Rede und Antwort. Damit bin ich durch. Das war sehr viel Text. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald!